herzlich willkommen zur neuen Folge von Tai Chi jederzeit. Ich bin Beate Kraus und mein heutiger Gast ist Thomas Richter in der Sächsischen Schweiz. Hallo Thomas. Hallo. Ja, schön, dass du da bist. Erzähl doch bitte, wie es mit deinen Tai Chi und Kung Fu Anfängen war. In den 80er Jahren liefen im DDR-Fernsehen chinesische Filme. Das Shaolin-Kloster, die Tochter des Meisters, die wir ja alle auch als Klassiker kennen. Und das habe ich so als Jugendlicher gesehen und habe gesagt, Mensch, das will ich unbedingt lernen. Muss man dazu sagen, ich war damals auch ziemlich unsportlich, war auch nicht so groß und nicht so kräftig wie andere und habe dann halt die kleinen, geschmeidigen und sehr kraftvoll agierenden Chinesen gesehen und habe gesagt, das ist toll, das möchte ich auch kennen. Es gab ja bei uns in der DDR damals Judo-Vereine. Dummerweise bin ich erst zum Ringen gekommen und da war ich also körperlich überhaupt nicht richtig in der Lage. Ich habe zwar eine Weile ein Training mitgemacht und das Krafttraining war auch für mich ganz gut, um ein bisschen eine kräftigere Statur zu bekommen. Aber dieses Ringertraining an sich und auch das Ringen als Technik, das hat mir damals überhaupt nicht gut getan. Und ja, dann habe ich mich zum Judo angemeldet. Und habe dann aber feststellen müssen, dass durch das Rollen üben und also dieses Abrollen im Judo und dieses Werfen mir immer schlecht geworden ist. Also irgendwie habe ich mich da auch nicht wohl gefühlt und da war ich ein bisschen deprimiert und habe immer nach Kung Fu gefragt und jeder hat mich da angegrinst und hat gesagt, nee, das gibt's ja nicht. Ich habe ja das, was ich in den Filmen gesehen habe, so ein bisschen als Bild vor mir gehabt. Und das wollte ich machen und nicht das Werfen und fallen lassen da. Ja, ist das dann so gewesen, dass du erst nachdem die Mauer offen war, die Gelegenheit hattest, zu machen, was du wolltest? Ja, in einem Judo-Verein habe ich dann erstmal Karate machen können. Karate war ja auch nicht so offiziell in der DDR erlaubt, aber es wurde trotzdem immer so ein bisschen unter der Hand gemacht. Und deswegen habe ich dann erstmal vor lauter Verzweiflung ein bisschen Karate gemacht. Aber sobald die Wende dann kam, habe ich die Gelegenheit ergriffen und habe Kontakt in die alten Bundesländer gesucht, auch zu deutschen und chinesischen Lehrern und habe da überall gefragt, ob ich Kung Fu machen könnte und bin dann eben auch zu verschiedenen Schulen bzw. Lehrgängen hingefahren. Und wie hast du das damals gemacht? Es gab ja noch kein Internet. Hast du im Telefonbuch geguckt? Ja, ich kann mich auch noch erinnern, dass ich eine Anzeige gemacht habe im Karate-Journal, dass ich gerne Kung-Fu lernen möchte. Und das hat eine Werbewelle ausgelöst. Also ich hatte dann meinen Postkasten voll von Flyern und Angeboten aus allen möglichen Kung-Fu-Schulen aus der ganzen Bundesrepublik. Und ja, ich konnte dann mir also Verschiedenes aussuchen. Und dazwischen war so eine ganz einfache Postkarte aus dem Shaolin-Kloster, aber in Deutsch halt geschrieben. Und da schrieb mir jemand, also wenn du wirklich das Kung-Fu lernen willst, dann melde dich bei mir. Und das hat mich sehr stark fasziniert und den habe ich dann angerufen. Und die Shaolin-Karte stammte wirklich auch aus Shaolin. Ich habe die Bilder aus dem Film sozusagen im Kopf gehabt. Und das war dann einer der ersten Delegationen in China, deutschen Delegationen im Shaolin-Kloster gewesen ist. Und das hat mich dann eben so, Also das war ein Deutscher, der mit einer Delegation von Deutschland nach China in das Shaolin-Kloster gefahren ist. 1985. Ja. Das war genau nach diesem Shaolin-Film, eben nach diesem, wo sie auch gedreht haben. Die haben ja teilweise auch an Originalplätzen gedreht und das war wohl irgendwie so auch so ein bisschen auch eine Tourismusangelegenheit, um Ausländer da so ein bisschen an die Originalplätze zu bringen. Ja, um China berühmt zu machen und Devisen zu bekommen. Ja. Ja. Dann hast du mit diesem Menschen tatsächlich gelernt. Wo war denn der? In Berlin oder wo? Eigentlich im Odenwald und hatte einen Job als Fernfahrer und ist praktisch auch oft im Osten unterwegs gewesen. Und hat praktisch auf seinen Touren immer wieder Halt bei mir, ich habe damals noch in der Nähe von Dresden gewohnt, bei mir gemacht und hat mich darin dann in der Zeit, manchmal war er 2 Tage da, manchmal nur einen Tag und hat mich da so unterrichtet. Also das war wirklich wie original.
er ist dann zu mir nach Hause gekommen und hat mich da privat sozusagen unterrichtet und mir Dinge beigebracht, ist dann wieder weggefahren, hat gesagt, üb das bis zum nächsten Mal. Und ich fand das halt toll. Das ist ja ein ganz besonderes Glück, von jemandem sozusagen so protegiert zu werden. Er wollte auch kein Geld haben dafür, was auch ein bisschen außergewöhnlich ist, sondern er hatte dann gesagt, also wenn mal irgendwie Gelegenheit ist, dann mach halt ein Seminar mal mit mir hier. Aber ansonsten wollte er kein Geld haben, sondern er wollte mich auch als seinen persönlichen Schüler akzeptieren. Und das hatte ich eben auch damals in diesen Filmen so erlebt. Und ja, also für mich ist da so ein bisschen eine Märchenwelt aufgegangen. Wahnsinn. Wie ging es von da aus weiter? Also ich war natürlich sehr verrückt nach allen möglichen chinesischen Kampfkünsten. Mein Lehrer ist dann, wie gesagt, durch Berufswechsel wieder in den Odenwald zurückgegangen. Und ich habe also dann nicht mehr so guten Kontakt zu ihm gehabt. Und habe dann auch versucht, andere Lehrer zu kontaktieren. Ich war dann auch bei der Deutsch-Chinesischen Wushu-Akademie. Dann war ich in Berlin bei verschiedenen Leuten. Nach 3 Jahren ungefähr hatte ich eine junge Familie gegründet. Hatte dann auch von Berufswechsel so ein bisschen wenig Zeit. Habe dann sozusagen auch meinen Kung-Fu-Unterricht und auch mein Training ein bisschen abgebrochen. Bin dann zwischendurch auch das erste Mal in China gewesen, 1993. Und wollte eigentlich dann so ein bisschen, ja, erstmal Abstand nehmen. Und da haben mich dann gesundheitliche Beschwerden erstmal auch getroffen. Ich hatte sehr starke Rückenschmerzen und wusste auch nicht so richtig, wo das jetzt herkommt. Hatte auch verschiedene Arztbesuche, dann Behandlungen. Und das hat alles nicht so richtig gewirkt. Ich hatte da so eine Wirbelsäulenverkrümmung, die sich anscheinend da irgendwie sehr stark ausgewirkt hat. Dann hat man dir zu einer OP geraten. Also die Diagnosen waren sehr unterschiedlich. Ja. Manche haben gesagt, ich müsste also ein Leben lang in einer Physiotherapiebehandlung sein, um das ein bisschen auszugleichen mit Massage und Krankengymnastik. Andere haben gesagt, also hier wäre es wohl besser, dass eine Wirbelsäulenversteifung vorgenommen wird, weil ich da noch relativ jung war. Ich war damals so um die 21, 22, da wäre das wohl gerade noch so gegangen. Und das wollte ich natürlich eigentlich auch gar nicht. Und dann wurden mir auch Schmerzmittel verschrieben, die sehr, sehr stark waren. Und wo man mir auch gesagt hat, ja, wenn du das jetzt ein Leben lang einnimmst, dann ist das natürlich für die Organe, Leber und Niere auch nicht so, ja, dass das dann weitere Folgeerkrankungen zu sich zieht. Und ja, wie verzweifelt man sein muss als junger Mensch. Kung-Fu-Training hat natürlich einen so richtig aufgepowert, ne? Und dann ist man plötzlich so, fühlt man sich wie so ein 80-Jähriger, der sich kaum noch bewegen kann und Schmerzen hat und eigentlich so im jungen Erwachsenenalter ist. Und dann habe ich natürlich angefangen zu suchen nach Möglichkeiten und habe eigentlich mitbekommen, dass vom Kung-Fu immer von Qigong und von Tai-Chi geredet wurde, was ich damals so ein bisschen, na, ich würde nicht sagen belächelt habe, aber zumindest habe ich das nicht so ernst genommen und nicht als vordergründig wichtig erachtet, mein Qi zu pflegen oder so etwas. Ja. Und ja, damit habe ich mich dann befasst und habe dann wieder angefangen zu suchen nach Lehrern und habe mich dann so ein bisschen dem Tai-Chi gewidmet. Das hat mir wirklich innerhalb von wenigen Wochen eine neue Kraft und Energie gegeben und auch eine Schmerzfreiheit, dass ich also wirklich total begeistert war und wieder in so eine Leidenschaft reingekommen bin, die sich jetzt auf, so ein bisschen auf Tai-Chi ausgewirkt hat. Kannst du identifizieren, welche Aspekte des Tai-Chi genau sich positiv auf deinen Rücken ausgewirkt haben? Diese Kombination aus langsamer, sanfter Bewegung und diesem, also so ein bisschen auch nach innen zu gehen, also so... Das war ein Unterschied zu dem Kung-Fu, was ich damals gemacht habe, weil das war nur alles nur so sehr äußere Bewegungen, war auch sehr schnell teilweise und sehr heftig. Und das konnte ich natürlich mit diesen Beschwerden nicht machen. Und dieses Weiche und Geschmeidige und Sanfte und Ruhige, das hat mir also schon von Anfang an gut getan und entsprach wahrscheinlich auch so ein bisschen meinem Charakter oder meiner Persönlichkeit, hätte ich beinahe gesagt. Das war ja dann noch in der Nachwendezeit, was ja, wenn man im Osten gewohnt hat, also eine wahnsinnig anstrengende Zeit gewesen ist, mit vielen Sorgen oder mit vielem, was weggebrochen ist. Also die ganzen Lebensläufe haben sich ja radikal verändert.
Kann das sein, dass Tai Chi dir auch seelisch da geholfen hat? Ich war ja damals mit einer Chinesin, also ich bin jetzt noch mit einer Chinesin verheiratet. Wir waren damals eine junge Familie, hatten ganz zwei kleine Kinder. Und da gab es schon hier im Osten der Republik, gab es schon einen sehr großen Ausländerhass, den meine Frau auch besonders zu spüren bekommen hat, meine Kinder. Und ich natürlich auch mir ein bisschen Sorgen darüber gemacht hat. Das andere war dann, dass meine Arbeitssituation natürlich immer schwieriger geworden ist, weil ich ja teilweise manchmal wochenlang, monatelang krank war, krankgeschrieben war. Ich war zwar im öffentlichen Dienst damals, aber irgendwann hat man natürlich mir dann nahegelegt, also irgendwie muss es jetzt entweder auf Berufsunfähigkeit gehen oder es muss ein anderer Job her. Und das sind natürlich Sorgen, ne? Und ich bin der Überzeugung, dass mir Tai Chi auch damals geholfen hat, weil ich habe damals auch keine psychologische Betreuung gebraucht. Man hatte mich zwar auch zum Psychologen geschickt, aber der meinte, das wäre alles okay. Ja. Hat deine Frau dann eigentlich auch mit Tai Chi angefangen? Bis heute nicht. Aber sie hat mir da auch sehr viel Freiheit gegeben. Ich habe ja dann, wie gesagt, auch meine gesamte Freizeit praktisch dem Tai Chi gewidmet und wollte natürlich immer mehr lernen. Unterstützt sie dich mit der Sprache? Natürlich kann sie Fachbegriffe, die wir in Tai Chi Chuan und Qigong und auch in diesen inneren Kampfkünsten haben, das kennt sie natürlich auch nicht. Aber es gibt dann so eine Konversation zwischen dem Meister, wenn er hier ist, und meiner Frau und mir. Und da kann man vieles klären. Ne? Also das finde ich sehr, sehr gut. Es hilft mir natürlich, wenn ich auch einen jemanden habe, der Deutsch spricht und mir dann auch auf Deutsch nochmal sagen kann, das könnte das und jenes sein. Weil wenn man in Wörterbüchern nachschlägt, dann findet man oftmals auch nur sinologische Übersetzungen. Ja. Und die stimmen mit dem, was der Meister meint, eigentlich oft nicht überein. Und wenn dann Chinese ist, der diese Bildsprache ja so ein bisschen auch im Kopf hat, der kann dann zumindest von den Erklärungen her noch ein bisschen mehr liefern. Wie ist denn eigentlich jetzt im Moment die Situation für euch als Familie dort, wo ihr wohnt? Ist das in Ordnung jetzt oder ist es immer noch heikel? Wir werden schon hier auch von vielen Menschen akzeptiert. Und auch meiner Frau geht es eigentlich auch ganz gut. Sie will auch hier bleiben und wir leben auch sehr gerne hier. Aber es gibt schon manchmal noch so ein paar Begegnungen, sage ich jetzt mal, im Alltag, wo man merkt, dass also da Leute sind, die einen nicht so akzeptieren. Und meine beiden Kinder, muss ich dazu sagen, die wohnen ja und arbeiten in den alten Bundesländern. Und die sagen auch, das ist dort etwas anders als bei uns. Kommt vielleicht auch in den alten Bundesländern darauf an, wo man sich aufhält. Also da ja. Kann es von Dorf zu Dorf auch nochmal unterschiedlich sein, sozusagen. Aber ja. Es freut mich, dass es euch damit jetzt besser geht als früher. Ja. Du hast erwähnt, dass dein Lehrer Li Suyin zu euch kommt. Der ist aus Xi'an. Also das geht einigermaßen mit der Verständigung. Ja? Wenn er jetzt normal Chinesisch spricht, dann können wir uns schon verständigen. Ja, wie alt ist er mittlerweile? Der ist jetzt nach dem traditionellen chinesischen Kalender dieses Jahr 80 geworden. Ja. Da wollte ich natürlich gerne mit dort in China dabei sein bei der großen Party. Das ist ja auch für die Tai Chi-Meister ein sehr großes Event. Ne? Aber leider ging das nicht und wir mussten halt so ein bisschen mit Videokonferenz über WeChat chatten und ja, die Glückwünsche überbringen. Also in China ging man ja davon aus, dass dort Corona überwunden ist. Das heißt, er konnte zu Hause schon seine Party machen, oder? Ja. Und Li Suyin ist Schüler von Zhang Xiaowu. Ja, Zhang Xiaowu war der Vizepräsident, zeitweise der Vizepräsident des Nanjing Guoshu Institut. Dort an diesem Institut hat ein Schüler von Yang Luchan gelehrt, noch, der Wu Chunshan. Mhm. Und bei dem hat er sozusagen auch diese Yang-Stil Bagua Tai Chi Chuan Form gelernt. Also dieses Guoshu-Institut, das war ja ganz wichtig für die Geschichte des Tai Chi Chuan, weil sich da ganz viele getroffen haben, ne, die sich da gegenseitig viel beigebracht haben, ganz offen. Ja, es waren Frauen, erstmals als Schülerin offiziell eingeschrieben war, auch als Studenten regelrecht. Es war eine Akademie.
Und also diese gesellschaftsübergreifende, dieses Lernen und Studieren, das war dort eine ganz neue Sache. Ne? Das war so in den Endzwanziger, Anfang 30er genau. Jahren, ne? Von 1928 bis 1936. Und es gab noch andere Institutsteile. Ich glaube, in Yunnan, in Kunming gab es noch welche und so weiter. Beijing auch, ja. Mhm. Und die mussten dann auch alle mittlerweile dann schließen. Ja, wie groß der Einfluss des Guangzhou-Instituts gewesen ist, zum Beispiel nach Kunming, da ist ja heute Tai Chi immer noch sehr, sehr lebhaft. Sind ja viele dieser Lehrer oder Dozenten sind ja dann nach Taiwan geflüchtet, nach der Machtübernahme der Volksrepublik China. Da hat sich ja noch dieses Wissen bewahrt über dieses Guangzhou-Institut, auch über die Bedeutung. Und die anderen sind dann nach Hongkong oder in die USA oder nach Südostasien. Was ja bei uns sehr stark vertreten ist, ist die Peking-Form. Das ist ja eher die Staatsformen, Tai Chi, nicht die traditionellen Formen. Und das, was so als traditioneller Yang-Stil, das kommt ja oftmals eben aus diesen, wie du schon sagst, aus diesen amerikanischen Enklaven oder aus Taiwan. Du hast mal in einem anderen Interview, das du mit Tim gehabt hast, gesagt, dass du dich so sehr interessierst für die alten Elemente des Tai Chi. Du hast dieses Wort alte Elemente des Tai Chi auch gerade nochmal erwähnt. Bist du auch sonst eher Traditionalist oder warum ausgerechnet die alten Elemente des Tai Chi? Ja, also so weit wie möglich irgendetwas zu finden, das war ja auch die anstrengendste Suche oder die anstrengende Suche, immer einen Lehrer zu finden, der irgendwie nah an diesem Original dran ist, wenn man das so weit auch überhaupt sagen kann. Ne? Was ist das Original? Und das war natürlich mit Büchern oder mit Artikeln kommt man dann irgendwann nicht mehr weit, sondern man muss dann auch, wie gesagt, so in dieser Kampfkunstgemeinschaft, in dieser Wulin, ein bisschen forschen und auch mit Leuten reden, kontaktieren. Und so haben wir auch eigentlich unseren Lehrer kennengelernt, der hier völlig unbekannt war und auch noch ist teilweise. Und das war schon eine Erkenntnis, was er da gemacht hat, war völlig unterschiedlich von dem, was wir bisher kannten. Und wahrscheinlich schon aus diesen früheren Tagen des Tai Chi Chuan, also wenn man das so weit zurückführen kann, eben mit diesem Wu Chun Shan. Ich habe da auch bisher in China nichts Vergleichbares finden können. Gibt es aber mit Sicherheit noch. Ja, ja, ist es nicht so, sage ich jetzt einfach mal ganz ketzerisch, dass das Alte gar nicht mehr so zu uns passt? Ist es nicht so, als würden wir ständig Goethe und Schiller lesen, aber keine modernen Autoren? Oder kann man sagen, ja, das Alte ist das Bessere, weil es das Ursprüngliche und Originale ist? Ich würde mich auch so nicht verstanden wollen wissen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das sagen kann. Also meine persönliche Leidenschaft danach zu suchen ist einfach, wenn ich über etwas Bescheid wissen will, generell über ein Thema oder jetzt gerade auch im Tai Chi Chuan, dann versuche ich das Original zu finden, um herauszufinden, wo kommt es denn her, was ist seine Wurzel und welche Entwicklungen hat es eigentlich genommen und wie können wir das heute eigentlich nutzen und auch in neue Formen bringen. Und ich glaube, nur mit der Kenntnis des Alten und das, was vorher gewesen ist, kann man wirklich auch gut einschätzen, was wir heute wirklich brauchen könnten oder auch neu entwickeln müssen, anders machen müssten. Also ich bin jetzt keiner, der irgendwie verstaubte Traditionen erhalten will, sondern ich möchte natürlich auch dafür sorgen, dass einerseits eine Kultur erhalten bleibt, also auch dieser Zusammenhang, wenn ich mal ein Beispiel nennen darf, bei meinem Lehrer, Meister Li Suyin, zählt nicht nur das, was man da praktisch lernt, also ob man ein guter Schüler ist und alle Formen beherrscht und auf Wettkämpfe geht und Goldmedaillen gewinnt, sondern für ihn ist sehr, sehr wichtig, wie sich eben die Seele dabei entwickelt, wie der Charakter ist. Und das ist zum Beispiel etwas, was wir auch lernen sollten und auch verstehen sollten. Er hat natürlich auch sehr alte Begriffe der Kultivierung dafür, Xing Ming und so weiter. Aber im Grunde geht es darum, eben auch die Persönlichkeit gut zu entwickeln, was ein sehr wesentlicher Faktor auch im Tai Chi Chuan ist. Und das muss man vielleicht auch heute in den modernen Formen mit berücksichtigen, wo es oftmals so ein bisschen ins Körperliche fällt, ins rein Körperliche, in die schöne Form oder in dem Ausdruck oder auch, wie kann ich das anwenden.
sondern eben auch in diese seelischen Aspekte. Und das fasziniert mich eigentlich daran. In den letzten Jahren gerade geht die Schere da so ein bisschen auseinander zwischen Tai Chi-Lehrenden und Lernenden wie dir, die sich auch sehr stark für die historische Entwicklung interessieren und dieses Interesse für die historische Entwicklung des Tai Chi auch in ihr tägliches Praktizieren mit hineinbringen, indem sie ja versuchen, das nachzuvollziehen in der Form oder in der Partnerübung oder wie auch immer. Und eine andere Richtung von Tai Chi-Leuten, die wirklich sich nur für das Körperliche interessieren. Sagen wir mal noch eine dritte Richtung, die sich nur für das Nichtkörperliche interessiert, also das Mystische oder das, ja, wie soll ich sagen, beinahe religiös aufzufassende. Schade. Das ist wie so ein, wenn du, sage ich mal, das Tai Chi Chuan als Stück Kuchen nimmst oder als einen ganzen Kuchen nimmst. Und jeder nimmt sich das Stück, was er gerade so gut findet oder braucht. Und ich glaube, eigentlich wollte ich mit dieser alten Geschichte nur mehr ausdrücken, dass ich versuche, diesen ganzen Kuchen zu erhalten und nicht da irgendwelche Teile rauszunehmen. Wobei, wenn zu mir jetzt Schülerinnen und Schüler kommen, sage ich denen als erstes, sie können sich wirklich von dem Kuchen das nehmen, was sie brauchen, weil das den Einstieg natürlich ungeheuer erleichtert. Also es ist natürlich dann immer noch auch ein Unterschied zwischen dem eigenen Praktizieren, wir als Tai Chi-Praktiker, und wir das dann unterrichten. Und ich glaube, da ist natürlich auch eine Schere da, ne? Dass viele, die das lernen, erstmal auch verstehen müssen, was eigentlich im Tai Chi Chuan passiert und worum es eigentlich darin geht. Und natürlich auch erstmal überfordert sind von den Möglichkeiten, die es da gibt und die auch nicht so richtig wissen, in welche Richtung sie sich entwickeln wollen. Und wenn man dann natürlich einen Lehrer hat, der nur eine Richtung für die richtige hält, dann wird man ja regelrecht gedrängt, in die Richtung auch mitzugehen. Und das ist eben das Problem, dass daran natürlich auch eine Fehlentwicklung passieren kann. Ja. Hat dein eigenes Unterrichten sich eigentlich irgendwie verändert, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben? Das war so vor, ich schätze mal, 7 Jahren ungefähr. Da waren wir auf einem Push-Hands-Treffen, haben ein bisschen gepusht und du hast da auch einen Kurs gegeben. Würdest du sagen, du hast dich da stark weiterentwickelt? Ich glaube, ich habe mich im Unterricht natürlich weiterentwickelt, ja. Das glaube ich schon. Also ich würde, denke ich mal, auch vieles heute anders machen als damals. Beispielsweise? Du hast ja gestern auch gesagt, ich war da so strukturiert. Und das bin ich natürlich auch heute noch. Ich bin vielleicht sogar noch strukturierter. Ich gehe heute mehr auf Leute ein, also auf die Teilnehmer. Das ist vielleicht etwas, wo ich noch eine Steigerung bekommen habe, dass ich mehr auf Teilnehmer eingehe. Und dass mir auch wichtig ist, dass jeder sich dort wohlfühlt. Ich meine, man hat ja sehr unterschiedliche Teilnehmer. Ich versuche einfach, ein gutes Klima zu schaffen auch. Ja. Und es ist gerade jetzt in der schwierigen Situation, in der wir uns jetzt befinden, besonders wichtig, da den Leuten ein bisschen Wohlgefühl zu geben und auch ein bisschen auf sie einzugehen. Gerade wenn wir jetzt mal wieder Präsenz haben, wo das also noch besser möglich ist, denke ich mal. Und das war mir auch so wichtig, dass ich die Präsenzkurse jetzt im Sommer dazu nutze, um, wie gesagt, so ein Klima zu erzeugen, dass man mal abschalten kann von den ganzen Sachen und auch mal in sich gehen kann und um sich kümmern kann. Corona meinst du jetzt? Ne? Ja, das war jetzt so mein Schwerpunkt. Und ich glaube, das wird auch außerhalb von Corona immer wichtiger in unserem Unterricht. Also ich wohne hier im Rheinland und hier gibt es sehr viel Tai Chi, auch wie in anderen großen Ballungsräumen in Deutschland. Also in München gibt es sehr viele Schulen, in Hamburg etc., Berlin natürlich sowieso. Wie ist es denn bei euch da, Sächsische Schweiz? Gibt es da Interesse an Tai Chi, breit gefächert oder eher weniger? Ich bin ja hier sozusagen in dem Speckgürtel von Dresden. Ja, ist natürlich auch eine Großstadt. Und in Dresden gibt es schon ein bisschen mehr Tai Chi. Da gibt es auch schon ein größeres Interesse. Aber ich denke mal, es gibt noch eine Menge Potenzial und eine Menge Entwicklungsmöglichkeiten. Also so bekannt wie in den alten Bundesländern, wie ich das auch bisher erlebt habe, da in Hamburg und in Berlin, ist das hier noch nicht so. Und dann hat natürlich hier ist das Yoga sehr populär. Also das hat auch hier sehr viel Platz, nimmt auch sehr viel Platz hier ein. Das Qigong entwickelt sich so langsam hier.
Und ich bin in der Sächsischen Schweiz, soweit ich das überschauen kann, aber so groß ist ja dieses Gebiet hier nicht, 95 Quadratkilometer ungefähr, die man als Sächsische Schweiz bezeichnen kann, bin ich hier der Einzige. Also ich bin auch der Einzige, der das hier so professionell macht. Aber ich glaube, ich bin auch der Einzige, der hier wirklich so Kurse anbietet momentan. Es gibt immer wieder mal ein, zwei Kurse in der Volkshochschule oder von anderen Dozenten, die auch von woanders herkommen. Aber und darf ich fragen, wie viele Schüler dann aus diesem Einzugsgebiet so zusammenkommen, so Pi mal Daumen pro Woche oder so? Wenn jetzt alle da sind, dann sind es vielleicht so 40 Leute. Doch. Ja. Und ich habe natürlich auch Schüler aus ganz Sachsen und das sind dann noch ein paar mehr. Ja. Die kommen natürlich nicht zu den wöchentlichen Kursen, sondern die kommen dann zu den Workshops am Wochenende oder zu den Seminaren. Ist es dir denn wichtig, auch Freundschaften zu anderen Tai-Chi-Lehrenden zu pflegen? Ich glaube, du bist ganz gut mit Hamburg verbunden, ne? Ja, wir haben ja dort Seminare in Hamburg organisiert und wir hatten uns ja da auch, das war ja auch Jans Aktion sozusagen, mich da an dieses Pushens-Treffen mitzunehmen. Also solche Sachen, das finde ich schon sehr toll, ne? Weil da bin ich eigentlich auch ein Freund davon, solche Verbindungen aufzubauen und auch mal über den Tellerrand zu gucken, andere Leute zu treffen. Und ich kenne das ja aus meiner Vorgeschichte eben, wo ich noch rumgefahren bin und viele verschiedene Lehrer getroffen habe. Und ich bin da eigentlich auch immer mit offenen Armen empfangen worden. Und das finde ich eigentlich toll, gerade in unserer Kunst, dass man da so unverbaut miteinander umgeht. In den meisten Fällen, sage ich jetzt mal so. Ja, bei aller Solidarität und häufigen Freundschaft untereinander zwischen Tai-Chi-Lehrern und Lehrerinnen ist es doch auch so, dass jeder doch den eigenen Stil immer am tollsten findet. Ist ja auch ganz natürlich. Häufig ist es so, ich rede mit Leuten, die Yang-Stil machen und die finden eigentlich den Yang-Stil am tollsten. Die Leute, die Chen-Stil machen, finden den Chen-Stil am tollsten und so weiter und so weiter. Können das auch alle mit guten Argumenten belegen. Was du machst, ist ja so eine Zusammenfügung von allem Möglichen. Also dieser Stil, kann man das überhaupt Stil nennen, den du machst, Yangshi, Bagua, Tai Chi Chuan. Da ist alles Mögliche noch eingebaut. Also du baust auch Chini Chuan ein, Bagua und vom Tai Chi Chuan den Yang-Stil. Ne? Ja. Und du hast aber auch ein bisschen Zhaobao-Stil gelernt. Das fließt alles bei dir zusammen. Also ich habe natürlich in meiner Tai Chi-Übungszeit, Lehrzeit, bisher natürlich auch verschiedene Stile kennengelernt. Ich habe immer mal auch Ausflüge gemacht in andere Stile. Wie gesagt, der Yang-Stil war eigentlich so mein Hauptstil von Anfang an. Aber ich habe auch mal Chen-Stil gemacht. Ich habe auch mal Wu-Stil gemacht. Und ich habe auch mal Ausflüge in den Zhaobao gemacht. Aber jetzt ist natürlich mein Hauptstil auch bedingt durch die enge Beziehung zu meinem Lehrer, Meister Li Suyin, als Shifu, ist es schon dieses Yang-Stil Bagua Tai Chi Chuan. Das ist natürlich auch ein sehr schwammiger Begriff. Ja. In China gibt es halt verschiedene Formen dieses Bagua Tai Chi Chuan, die sich alle irgendwie aus einer Zusammenfügung verschiedener Elemente des Bagua Zhang, des Xingyi Chuan und des Tai Chi Chuan befunden haben und mit sehr unterschiedlichen Schwerpunkten. Also jede Form sieht da immer anders aus. Manche sehen schon mehr nach Xingyi aus, manche sehen schon mehr nach Bagua aus, manche sehen mehr nach Tai Chi aus. Das ist also auch für uns Europäer sehr, sehr schwierig, da eine Unterscheidung wirklich zu treffen. Mhm. Bagua Zhang ist sehr, sehr, sehr rund. Ne? Xingyi Chuan ist sehr straight geradeaus und Tai Chi Chuan ist beides, ne? Und nochmal ganz anders. Aber es ist zum Beispiel in unserer Form so, dass also jetzt nicht direkt irgendwelche Kreise gelaufen werden oder wie im Xingyi da eine Linie gelaufen wird, sondern das wird schon wie im Tai Chi Chuan gemacht. Also es werden auch diese Sequenzen gelaufen auf einer Bahn und bewegen sich in die acht Richtungen. Aber es ist jetzt immer vom Zentrum ausgehend, also von dem, was Tai Chi macht, sozusagen immer vom Zentrum auszugehen. Und da gibt es schon unterschiedliche Entwicklungen und ich habe mich mit vielen Sachen versucht zu beschäftigen, dass eben es eine Zeit gab, wo sich diese Meister des Tai Chi, Xingyi, Bagua miteinander ausgetauscht haben. Das ist ja auch unsere Historie sozusagen oder legendäre Geschichte, dass sich da Yang Luchan mit dem Dong Haichuan da zusammengetan hat. Ob das jetzt so historisch auch so gewesen ist,
Man weiß, dass die Schüler von den beiden beide Stile gelernt haben und wahrscheinlich dann auch so eine Art Mischform daraus sich entwickelt hat. Und das Letzte kam halt dieses Bajijun noch mit dazu, das eben erst in Form meines Großmeisters sozusagen oder meines Großvaterlehrers mit in dieses Yangtze Bagua Taijiquan kam. Da sieht man schon, dass diese Entwicklung also wirklich sehr, sehr lange passierte, also bis in die 30er Jahre. Ne? Also Bajijun ist ja ganz anders als Taijiquan. Genau. Sehr, 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 sehr kriegerisch. Ne? Und das lässt sich alles vereinbaren. Toll. Also beim Baguazhang hat man ja die Bagua, also die 8 Trigramme, als Grundlage jeder Bewegung sozusagen. Das heißt, in jeder Bewegungsphase weiß man eigentlich immer, in welchem Trigramm man sich gerade befindet. Dann hast du beim Xingyiquan, glaube ich, eher so die 5 Elemente. Ne? Wenn du das jetzt alles kombinierst, hast du dann nicht wahnsinnig viel im Kopf, was du ständig beachten musst? Wenn du jetzt zum Beispiel im Taijiquan die Bewegung Pang machst, weißt du dann immer, dass das Qian ist? Oder wenn du die Bewegung Lü machst, weißt du immer, dass das Kun ist? Von den Trigrammen her? Oder fließt das einfach alles? Es sind ja Positionen in der Form drin, die aus dem Xingyi kommen. Zum Beispiel hast du die Drachenform des Xingyi. Diese sehr gehockte Position ist auch sehr viel in meinen Bildern so ein bisschen auf der Webseite zu sehen. Oder du hast diese bohrende Faust aus dem Xingyi, die einfach so schräg nach oben geht. Die so nach oben bohrt, ja. Ja, die hast du in der Form mit drin. Und das sind also auch so Techniken, die eben, wie gesagt, aus diesen verschiedenen Kampfkünsten damit eingebaut werden. Und das so kann man sich das vorstellen. Dann hast du auch Bagua-Bewegungen drin, die mit einer spiralförmig drehenden, bogenförmigen Bewegung da ausgeführt werden. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Aber du hast auch reine Tai-Chi-Bewegungen, wie du eben das schon mit den Pan sagst und so weiter, Lü. Verschiedene Formen auch von Lü, die man heute auch nicht mehr so häufig sieht. Und doppeltes Lü auch und solche Sachen. Also sowas in der Art kann man sich vorstellen. Also wenn ich Yang-Stil Taijiquan mache, was mein Stil ist, dann merke ich, dass Elemente von Baguazhang drin sind. Das ist mir auch auf meiner Lehrzeit so bisher begegnet, dass es viele gesagt haben. Ja. Dass da auch Bagua und Xingyi zum Beispiel sehr oft noch drin enthalten sind oder zumindest auch als Charakter mit eingeflossen sind in die Entwicklung. Und das ist schon interessant. Also das begeistert mich, da auch noch mehr zu forschen und weiter zu forschen, warum das so ist und wie sich das auch auf die Praxis auswirkt. Mir fällt es dann auf, wenn wir die Bewegung machen, die man häufig zeichnet als Yin-Yang-Fisch. Yin-Yang-Fische, wenn man am Anfang der langen Yang-Form in den Bewegungen Peng, Li, Ji und An gewesen ist, dann macht man eine Rückwärtsbewegung, um zur Peitsche zu kommen. Und da dreht man den Fuß so ein. Das ist dieses Zuknöpfen. Ja, Kobu. Ja, den hat man viel in unserer Form mit drin, auch in Zwischenpositionen, in Übergängen, auch in neuen Palästen und so weiter. Also da gibt es viele verschiedene Techniken, die da so mit drin stecken. Auch in den Übergängen, also zur Peitsche. Wir haben eine doppelte Peitsche. Wir haben auch ein Händeheben, was völlig anders aussieht und was auch noch Teile vom Chen-Stil auch noch mit drin hat, weil man darf, bevor man eigentlich in diese Händeheben geht, also eine sehr tiefe Position, die heißt bei uns den Tiger bezwingen und nach unten steigen. Und da sind auch sehr viele Pang- und Lü-Bewegungen drin, die man heute eigentlich noch im Chen-Stil findet. Und also solche Sachen, ne? Und die Charakteristik, hast du mir gestern erzählt, ist auch, dass man so langsam wird teilweise, dass man fast stehen bleibt und dann aber auch wieder ganz schnell und explosiv wird. Man schreibt ja dem Yang-Stil eigentlich auch diesen ruhigen und ausgeglichenen Charakter zu. Aber es gibt eben schon auch ein paar Sonderformen, die auch noch zum Beispiel in dem Ursprungsort da in Yongnian gelehrt werden, wie so eine Art Pao Chui-Form, die es ja auch im Chen-Stil gibt und so weiter. Also da hat sich schon irgendwie was miteinander verwoben. Ja, faszinierend, wie unglaublich vielfältig das alles ist. Ja, hoffen wir, dass wir unser Leben durch Tai Chi etwas verlängern. Thomas, ich finde das ganz toll, dass du heute auch etwas von dir erzählt hast, was du sonst noch nicht so häufig erzählt hast. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Und es war ja wieder ein sehr, sehr
interessantes Gespräch. Ich finde so eine Aktion einfach, die du da machst und auch rein aus deiner Leidenschaft und deinem Interesse heraus und auch deiner Neugier daraus, finde ich ganz toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich hoffe, dass du das noch eine Weile weitermachst, weil es ist, ich weiß, das ist viel Arbeit und dass du da auch noch weiter deine Freude hast. Also ich bin da begeistert für solche Aktionen. Wenn ich sehe, dass viele das hören, dann habe ich auch Lust, weiterzumachen. So einfach geht die Rechnung auf. Ja? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mhm.